Hallo Freunde chinesischer Smartphone-Kunst, ich grüße euch. Heute gibt es für euch das ausführliche Review zum Xiaomi Mi Note 10. Ich hatte euch das Gerät bereits im Kurztest vorgestellt und es war nun ganz schön in Benutzung gewesen, das gute Stück. Dann habe ich das Gerät einen Fotografen ausgeliehen. Der hat einige Fotos gemacht, hat sich das Gerät auch angeguckt, weil er persönliches Interesse angemeldet hat. Das habe ich genutzt für mich und für euch. Der hat mich einige Bilder mit dem Gerät gemacht. Und mir auch geliefert, habe ich bereits gespoilert auf Instagram. Wer mir also dort folgt, hat die schon gesehen. Wer mir dort nicht folgt, seht die Bilder heute. Der hat mir auch ein paar Notizen gemacht zu den Stärken und Schwächen der Kamera. Wenn ich das alles so richtig verstehe, dann werde ich euch das zusammenfassen. Wir schauen uns aber auch die Benchmark-Ergebnisse an, denn die größte Kritik aus der Community, also von euch und von anderen, war der SoC. Dass hier eben nicht der 855er verbaut wurde, sondern eben nur der 760er Snapdragon von Qualcomm. Tja, wie der nun abschneidet, dazu kommen wir dann auch noch. Und noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel einen Gaming-Test, machen wir selbstverständlich auch. Alles nach dem Intro. Viel Spaß. Das ist ein Leihgerät von Trading Shenzhen, hätte ich eigentlich jetzt im Intro sagen sollen. Ich hatte es aber vergessen, deshalb jetzt genannt. Ich verlinke euch auch das Angebot zu Trading Shenzhen unten in der Videobeschreibung. Die vertreiben das Gerät zu echt vernünftigen Preisen, muss man sagen. Und wie gesagt, es ist ein Leihgerät. Die schenken mir das nicht. So weit sind wir noch nicht in unserer Beziehung. Zurück zu den technischen Daten. Das Display hat eine Diagonale von 6,47 Zoll in Format 19,5:9. Natürlich AMOLED-Technologie, Full HD+, also sprich 2340x1080 Pixel. Es ist ein gecurvedes Display, also das Display selber ist am Rand hin gecurved und wird geschützt von Corning Gorilla Glass 5. Im Inneren werkelt der Snapdragon 730. Jetzt habe ich vorhin 760 gesagt. Naja, egal. Also Snapdragon 730, genau gesagt 730G, kommt mit einem Octa-Core-Prozessor und maximal 2,2 GHz sowie der Adreno 618 Grafikeinheit. Speicher 6 GB Arbeitsspeicher, 128 GB Festspeicher, UFS 2.0, der ist nicht erweiterbar. Die Kameras auf der Rückseite, da haben wir ja einmal eine 108 Megapixel Kamera von Samsung bzw. Xiaomi, das ist eine Gemeinschaftsproduktion und die ist ja inzwischen, glaube ich, relativ geläufig. 7 Linsen, es gibt noch eine mit 8. Das ist dann die Pro-Version. Zweite Kamera, ich fasse das jetzt nur kurz zusammen. Wir haben also jetzt noch eine 10-Megapixel-Tele, noch 12-Megapixel-Porträt, 20-Megapixel-Weitwinkel und eine Makro-Kamera. Die Frontkamera ist eine 32-Megapixel von Sony. Wir haben LTE mit allerlei Bändern, die schreibe ich euch links einfach nur hin. Dann haben wir NFC, wir haben GPS, wir haben Bluetooth 5.0, wir haben Dual-Wi-Fi, BGN und AC, 2,4 sowie 5 GHz, daher auch Dual-Wi-Fi. Wir haben einen In-Display-Fingerabdruckscanner der 7. Generation. Android 9, ich weiß nicht, ob es inzwischen schon 10 geupdatet wurde auf 10. Jetzt kann ich schnell gucken. Katzen müssen hier mal kurz Platz machen. MIUI 11 ist es auf jeden Fall. Ne, ist noch Android 9, alles klar. Kommt hier eigentlich auch? Ja, da, nochmal kurz gezeigt. Also Android 9 ist es noch, aber ich denke mal 10 auf jeden Fall. Das Gesamtgewicht, was, 230? Ja, das Gesamtgewicht, ich mach's mal kurz aus. Mit Hülle 230 Gramm, ohne, ist aber auch nicht ganz leicht, 208 Gramm, beziehungsweise 209 fast, also ganz schön schwer mit eben über 200 Gramm, ist aber auch nicht gerade klein, das Telefon. Wobei, mal schauen, was ich hier gerade zu meiner Tasche habe, es schon ein bisschen den Durchschnitt entspricht. Ach, wir können hier kleine Größenreihenfolge machen, von rechts nach links, Meizu 16S, Ukitel C17 Pro und das Xiaomi. Um zu spoilern, das beste Telefon ist ganz rechts. Design, ja, lehnt sich hier an das Mi 10 an, was veröffentlicht wurde. Beziehungsweise das Mi 10 lehnt sich an das Note 10 an. Es ist ja alles so ein bisschen bei Xiaomi gerade so ein bisschen vereinheitlicht. Es gibt nicht viel Designelemente. Auf der vorderen Seite haben wir nur Display. Ein gekurvtes Display, was man hier auch ganz gut erkennen kann. Die Rückseite ist halt clean, ohne irgendwelche Elemente. Also natürlich der Kamera an, ja, die muss schon noch irgendwie da sein. Und die ist halt links oben hier. Schaut aus dem Gehäuse raus, wie ihr sehen könnt. Was das Ganze hier auch noch ein bisschen prächtiger macht, denn wir haben hier bereits eine Gerätestärke von 0,7 mm und mit der Kamera sind wir damit 11,4 mm dabei. Also haptisch hat man ja auf jeden Fall schon ein bisschen was in der Hand. Das Gerät ist aber auch nicht gerade klein, daher passt Gerätestärke und auch Gerätegewicht hier auch zu der Größe. Display-Body-Verhältnis ist hier schon echt richtig gut. Nein, das ist jetzt oben. Passt auf. So sieht's aus. Tropfen-Notch, wie man sieht, drüber die Hörmuschel. Und wir haben oben und unten den gleich starken Rahmen, was das Ganze noch ein bisschen symmetrisch macht, links und rechts sowieso, sehr klar.
Wir haben alle Bedienelemente auf der rechten Seite, wie den Power-On-Taster, die Lautstärke-Wippe, auch der SIM-Schlitten findet sich auf der rechten Seite. Auf der oberen Seite haben wir einen Infrarotblaster, ein zweites Mikrofon, auf der unteren Seite USB-C, Lautsprecher, Hauptmikrofon und 3,5 mm Klinke. Und USB-Anschluss. Ich weiß gerade nicht, ob ich den auch genannt hatte, aber egal. Verdammte Axt, das habe ich was runtergeworfen. Das System müsste up-to-date sein. Wir haben hier MIUI 11 drauf. Wir hatten schon gesagt, es ist Android 9. Die Sicherheitsupdate bekommen wir bestimmt auch raus. Sind wir auf den 12.01.2019. Wir können ja mal schauen, ob ich vielleicht noch ein Update verpasst habe. Nein, doch, nein, doch, nein, habe ich nicht. Ich mag es gar nicht, wenn ich mir widerspreche. Also, da muss ich mal im Mord mit mir wechseln. Später. Das gekurfte Display selber hat praktisch keinen Mehrwert. Da sind jetzt nicht irgendwie welche Funktionen, die man jetzt nutzen kann, weil das Display gekurft ist oder nicht. Es ist eine rein optische Sache. Sieht sicherlich ziemlich erotisch aus. Das muss man schon zugeben. Praktisch, beziehungsweise haptisch, aber eigentlich eher vom Nachteil. Man sieht nämlich, dass dadurch der Rahmen, wo man das Gerät anfasst, dass der ein bisschen schmaler wird. Auch die Bedienelemente, na, hier sind die Bedienelemente noch mittig. Falls ihr euch erinnern könnt, das Mate 30 Pro, das war ja ein bisschen schlanker gewesen und dadurch rutschte der Power-On-Taster schon sehr weit nach rechts hier im Rahmen und die Lautstärke-Wippe, die wurde ganz rausgenommen, ersetzt dann durch eine kapazitive Lautstärke-Wippe. Die maximale Display-Helligkeit hier mit meinem Lux-Meter gemessen beträgt 592 Lux. Das ist vernünftig, garantiert uns auch hier die Möglichkeiten, freien damit zu arbeiten, auch wenn das die Sonne auf das Display scheint. Hier unter Display sehen wir, Lesemodus ist dabei, Farbschema ist dabei. Wir können das Display hier ganz stark individualisieren. Wir können ja eigentlich so ziemlich alles individualisieren. Wir können auch einen Dark-Mode auswählen, was hier durchaus Sinn macht. Warum? Weil das ein LED-Display ist und schwarz wird dargestellt, indem einfach die LEDs ausgeschalten werden. Dadurch kann man tatsächlich effektiv Strom sparen, zumindest wenn man damit klarkommt, dass ständig alles so schwarz ist. Ich finde das blöd, daher mache ich den Dark Mode mal wieder aus. Schön. DRM-Info können wir mal noch starten. Security Level 1 haben wir hier. Wisst ihr schon mal Bescheid? Die Google Play Protect Zertifizierung, die liegt auch vor. Das Gerät ist Google Play Protect zertifiziert. Und es handelt sich übrigens hier auch um die Global. Die Google Apps sind hier also bereits vorinstalliert. Habe ich nicht installiert. Deutsche Systemsprache ist zur Verfügung. LTE Band 20 gibt es ebenfalls. Kommen wir mal zu den Benchmarks und ich blende euch dafür Vergleichswerte zum 855er Snapdragon ein. Und wir fangen an mit AnTuTu in der Version 8. Da haben wir 262.584 Punkte. Also Schnappdache 730G hin oder her, aber das ist schon ein richtig vernünftiger Wert. Wir machen weiter mit Geekbench in der Version 5.1. Da haben wir 541 im Single-Core und 1714 im Multicore-Test. Work 2.0 Performance-Test, solide 7457 Punkte. Dann Slingshot ist ein Teil von 3D Mark. Hier geht es natürlich um die 3D- bzw. Gaming-Leistung. Dann haben wir 3413 sowie Slingshot Extreme, OpenGL 2393 und Vulkan 2246. Also gerade die 3D-Werte sind echt crazy. Hier die Lese- und Schreibwerte des internen Speichers. Akkutest wollte ich machen und zwar mit einem PC Mark Performance Test bzw. PC Mark Battery Life Test. Da läuft der Performance Test in Endlosschleife. Und das hat er auch versucht, aber so nach 2 Stunden bricht er das immer ab. Das ist bei Xiaomi aber auch immer so. Keine Ahnung, Energiesparoption habe ich bereits abgeschalten. Ich komme nicht dahinter, warum der das nicht einfach durchlaufen lässt. Also habe ich es mit YouTube getestet. Bei 50% maximaler Helligkeit und 50% maximaler Lautstärke habe ich irgendein Video in Endlosschleife spielen lassen. Und da kam ich auf 21 Stunden. Also hochgerechnet, ich habe das schon 6 Stunden laufen lassen. So ist es nicht. Aber ging jetzt nicht anders. Und natürlich ist der Wert jetzt nicht so geil aussagekräftig wie der PC Mark Battery Life Test, weil das ist immer so eine Mischung an verschiedenen Tests, dass man durchschnittliches Arbeitsverhalten so ein bisschen simulieren kann, als einfach nur ein YouTube-Video laufen zu lassen. Naja, aber egal. Zumindest kann man festhalten, so als ganz groben Richtwert, dass der Akku krass ist, die Laufzeit auch. Punkt. So, kommen wir zum Thema Kamera. Und da habe ich einiges für euch fotografiert bzw. fotografieren lassen. Ich zeige euch jetzt einfach so ein bisschen Außenaufnahmen in den verschiedenen Zoomstufen. Also die erste ist Weitwinkel, dann kommt Normal, dann Zoomstufe 1 und Zoomstufe 2. Und da kann man schon mal festhalten, ihr seht die Bilder jetzt ja gerade, dass in der das Weitwinkel recht weitwinklig ist, ja, und vor allem recht verzerrungsfrei. Weitwinkel hat ja meistens dann den Fischei-Effekt, wir haben häufig eine stark radial verteilte Schärfe, das ist bei dem Gerät hier aber nicht so krass. Dann, ja, normal ist halt normal, da haben wir den Hauptsensor, der natürlich unglaublich gute Fotos macht und selbst in den Zoom-Stufen kann man unglaublich krasse Details ranholen.
Der 108-Megapixel-Modus ist, der holt ein bisschen, wirklich minimal mehr Details raus, ist aber, das hatte ich ja schon bei der 48-Megapixel und ein paar 60-Megapixel, als sie sich so megapixeltechnisch hochgeschaukelt hatten, hatte ich ja schon festgestellt, dass das jetzt nicht den krassen Mehrwert bringt. Die allgemeine Qualität, die ist ziemlich gut, das heißt, wir haben eine hohe Farbtreue, wir haben eine ziemlich gute Low-Light-Performance, dazu kommen wir aber noch extra, alles ist wunderbar scharf und auch wenn man die wieder cropped, also wenn man Teile halt ausschneidet und da die näher ranholt, hat man unglaublich viele Details, die noch übrig bleiben. Also, ich habe, wie gesagt, die Kamera ja auch einem Fotografen gegeben und der fand ich schon ziemlich nice. Der hat aber auch ein bisschen was kritisiert, dazu kommen wir noch. Jetzt blende ich euch einfach ein paar allgemeine Außenaufnahmen ein, dass ihr da noch so einen kleinen Überblick gewinnt, eben über die Qualität, über das, was ich gerade so darüber gesagt hatte. Einfach nur, ich sag mal, Knips-and-Go-Aufnahmen, so aus der Schulter geschossen. Dann kommen wir jetzt mal noch zu den Nachtaufnahmen und tja, was soll man da sagen? Wir haben eben auch bei sehr wenig Licht, haben wir hier recht helle Bilder, wir haben einen sehr zuverlässigen Autofokus, die Schärfe ist noch erstaunlich gut, man sieht echt mehr, als man mit dem normalen Auge noch erkennen könnte. Also kann man hier auch nachts wirklich vernünftige Aufnahmen machen. Hier jetzt mal eine Nahaufnahme gezeigt von der Tastatur, ja, sieht schon ganz lecker aus. Und vor allem aber, jetzt, das kennt ihr noch aus dem Unboxing, ja oder halt auch nicht, mein Luxmeter, den ich fotografiert hatte. Und da sieht man ja Details, die würde man, das ist jetzt mit der Makrolinse aufgenommen, das sind Details, die würde man so überhaupt gar nicht sehen können mit bloßem Auge. So, die Frontkamera, da blende ich euch jetzt gerade mal eine Nahaufnahme ein. Natürlich gleich im Porträtmodus, warum auch nicht. Und das sieht wirklich super nice aus. Das ist die Schärfe, die Farbwiedergabe. Das ist schon echt richtig gut. Und unter dem Bild befindet sich jetzt hier noch ein Symbol. Und damit kann ich das jetzt noch bearbeiten. Ich kann den Unschärfe-Effekt kann ich jetzt hier noch ein bisschen regeln. Entweder halt alles auf einer Schärfeebene oder stark unscharf gemacht. Und hier unter Studiobeleuchtung habe ich jetzt auch ein paar Voreinstellungen, die ich wählen kann. Hier zum Beispiel, musste kurz warten, es wird kurz alles kurz und klein gerechnet. Jetzt habe ich schwarz-weiß. Das ist eigentlich auch echt nice. Jetzt so ein digitaler Sonnenstrahl eingefügt worden, der sanft mein Gesicht streichelt. Den Rest habe ich mir gesagt, den habe ich eingezogen. Hier habe ich jetzt so ein paar Farbtupfer. Was haben wir hier noch? Das ist auch echt cool. Obwohl meine Frisur jetzt... Das hat mir mit meinen Haaren gemacht. Jetzt habe ich so eine Helmfrisur, angelegt. Hier, das ist jetzt so ähnlich, mit weißem Hintergrund. Und es gibt halt so verschiedene Lichteffekte, verschiedene Lichtmuster. In jedem Falle echt cool gemacht, ja. So, nehmen wir mal das hier zum Beispiel, bearbeiten das. Ah, da wird mir jetzt bestimmt wieder so eine Helmfrisur verpassen. Ja, hat mir wieder eine Helmfrisur verpasst, weil hier ist so ein kleiner Stiez übrig gelassen. Super! Also kurzes Selfie gemacht und dann noch ein paar wenige Tabs und man kann sich hier schon fast professionelle Studioaufnahmen zurecht zaubern. Es gibt auch noch den Vlog-Modus. Den versuche ich jetzt mal schnell zu zeigen. Ich hoffe, dass die Display-Zeit meiner Geräte ausreicht. Wir gehen auf Video. Das ist jetzt Video. Und jetzt hier oben das V. Vlog-Modus. Und dann kann man jetzt noch auswählen, welchen Style man haben will. Travel, Memories, Holidays, Rhythm. Wir nehmen mal Rhythm. Ne, wir nehmen Stop-Motion. Ich habe keine Ahnung, was der Unterschied ist, aber wir machen es einfach. So, aufnehmen. So, funktioniert nur im Querformat. Anhalten. Nein, das war keine Ahnung. Und jetzt mache ich meinen ersten Abschnitt. Hui. Und jetzt ist natürlich das Display ausgegangen. Und das geht gerade auch. Mann. So, aber das erste haben wir jetzt trotzdem. Zweites. Hui. Und jetzt noch weiter. So. Da kommt auch die ganze Zeit, kommt da auch ein Sound. Ja, ihr fragt euch jetzt gerade, was das hier soll. Aber keine Sorge dazu. Kommen wir noch? Nicht. Eine fehlt noch. Okay, gut. Ihr habt gesehen, ich habe jetzt viele, viele Teilaufnahmen gemacht. Und jetzt seht ihr, was daraus geworden ist. Das ist der Vlog-Modus. Damit kann man also, so Zusammenschnitt von vielen kleinen Szenen machen, mit verschiedenen Übergängen, mit Hintergrundmusik. Und ein kleiner Filter wird auch drüber gelegt. Ein kleiner Filter, einfach nur ein Filter, ein Bildfilter. Beziehungsweise ein Videofilter, damit das Ganze halt irgendwie noch so ein bisschen Cinematic-Style halt ausschaut. Und das geht wirklich sehr einfach. Und ich muss sagen, das Ergebnis haut mich schon ein bisschen um. So, jetzt machen wir noch so einen kleinen Videotest. Ihr habt hier noch im Kopf, wie es eben ausschaute, als ich alles mit meiner Sony gedreht habe. Und jetzt seht ihr den direkten Vergleich zum Note 10. Gehen wir mal ein bisschen näher ran. Okay, ich denke mal, das reicht. Und wir switchen wieder zurück zur Sony. Wunderbar.
Das Gerät wird jetzt auf jeden Fall heiß. Also ich merke es, es wird schon ordentlich. Also die Kamera, das belastet hier den SoC auf jeden Fall schon. Aber habt ihr gesehen, die Bedienung war noch trotzdem recht flüssig. Und jetzt noch zu der Kritik, was mir jetzt aufgeschrieben wurde. Also Fokus im Gesicht ist nicht immer genau. Das ist mir auch schon aufgefallen bei manchen Bildern, die mir dann halt zugespielt wurden und die ich auch veröffentlicht hatte auf Instagram. Da ist es natürlich zu klein, als dass man das da genau sehen könnte. Aber manchmal checkt der Fokus das irgendwie nicht so richtig und macht dann das Bild nicht so scharf, beziehungsweise die Person. Wenn man dann ranzoomt, zum Beispiel, wenn man das Auge ranholt oder so, dann ist das nicht so scharf manchmal, wie es eigentlich sein müsste. Dann den RAW-Modus, also RAW, also das ist so ein RAW-Bildformat, wo man mehr Bearbeitungsmöglichkeiten hat. Den gibt's nur im Pro-Modus. Und die Kamera speichert ab und zu nicht die 108 Megapixel auf, wo man das eingestellt hat. Das muss ein Bug sein. Langsames Auslösen, das gilt natürlich nur bei entsprechend anspruchsvollen Einstellungen. Und Absturz der Kamera-App, ja, da ist mir selber nicht passiert, muss ich zugeben, aber den Fotografen, den erwähnten eben schon. Und er hat gesagt, da kommt richtig eine Meldung, ich kann das jetzt nicht in irgendeiner Art und Weise reproduzieren, den Fehler, aber man schaut die Kamera und er sagt, dass die abgestürzt ist, man muss das Gerät neu starten. So, es ist schon echt geil, wenn das Telefon selber merkt, ich bin abgestürzt. Und Positives hat er auch was aufgeschrieben, die Lichtstärke ist schon wie DSLR. Ja, und das war's. Naja, was heißt, das war's, es ist halt ziemlich nice. Und 4K-Stabi, ich glaube, die 4K-Videos sind stabilisiert. Ja, und der Vlog-Modus natürlich, der echt nice ist. Schön, nun machen wir aber weiter, und zwar mit dem Gaming-Test. Ich denke, das Wichtigste der Kamera hat man ja soweit. So, Gaming-Test, PUBG. Einfach, um kurz die Gaming-Performance auch nochmal durchzugehen. Der hat automatisch die Grafikeinstellungen auf sehr hoch eingestellt. Was ist denn das für ein komisches Gebäude? Hat das Ding eigentlich einen Eingang? Ich wollte mir doch jetzt den übelsten Knochen holen. Habe ich das Telefon überhaupt richtig? Nein. Och, ich habe was, die Verbindung verloren? Nein! Oh, ich bin wieder drin. Keine Ahnung, was das sollte. Ah, hier ist der. Ich verliere jetzt ständig die Verbindung. Oh! Das ist blöd. Jetzt. Oh, ich glaube, ich bin tot, sobald ich reconnected habe. Ich habe keine Ahnung, was es jetzt gerade soll. Ich bin eigentlich ein 5 GHz Netzwerk, sollte super laufen, aber ihr seht, wow, derjenige hat mich nicht erledigt, obwohl ich im Lag war. Das ist hart. Oder er hatte Mitleid. Oh. Naja, auf jeden Fall bin ich wieder im Game. Nein, bin ich nicht gerade in den blöden Bunker reingelaufen? So wie zum Thema Gaming-Test. Keine Ahnung, was hier gerade los ist. Könnte auch an meinem WLAN liegen. Server antwortet nicht. Ich habe mal das Netzwerk gewechselt und mal Reconnect gemacht. Aber ich meine, ich stand die ganze Zeit rum. Ich bin wahrscheinlich schon längst... Null? Der hat die ganze Zeit noch auf mich geballert? Aber ich lebe noch. Ich habe mich voll erschrocken. Okay, das war eigenartig. Aber immerhin können wir unseren Gaming-Test jetzt dadurch weiterführen. Ach, hier war noch einer. Das waren zwei gewesen. Deshalb haben die mich in Ruhe gelassen. Die haben sich untereinander nämlich jetzt wahrscheinlich nur umgenietet, während ich übelst gelaggt habe. Also ich habe das Netzwerk jetzt mal gewechselt. Wir müssen auf jeden Fall nachher einen WLAN-Test machen. Wir müssen feststellen, was das hier soll. Ich war nämlich im 5 GHz Netzwerk. Jetzt bin ich im 2 GHz. Nee, 2,4, aber ich bin in einen Repeater eingeloggt. Und jetzt läuft es viel, viel, viel besser. Wie gesagt, da machen wir auf jeden Fall noch einen WLAN-Test. Um festzustellen, was das soll. Also es läuft auf höchsten Grafikeinstellungen und jetzt auch im Menü und so die Ladezeit. Das war alles absolut vernünftig gewesen. Es läuft auch alles richtig gut. Und das Spiel selber hier auch. Das Display toucht sich wunderbar. Ihr seht, da ist keine Display-Schutzfolie drauf. Nanu? Ich glaube, da schießt keiner auf mich. Oh, da haben welche Spaß miteinander. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Aber da gehen welche echt aufeinander los. Ich glaube, es war einer von beiden. Gehen wir den mal noch plündern und ich würde sagen, dann reicht's. Jetzt läuft es, ja, wie gesagt, hier ist keine Display-Schutzfolie drauf. Das Display Corning Gorilla Glass 5, das toucht sich wunderbar. Also schön geringer Reibungswiderstand. Meine Eingaben sind sehr direkt. Grafikeinstellungen sind auf Maximum. Läuft flüssig. Also zumindest was hier das Pro-Gamer mit PUBG angeht, ist der 730er auch eine gute Wahl. Witzigerweise wird der SoC jetzt gar nicht so heiß wie vorhin bei der Kamera. Die Kamera scheint das Ganze echt ganz schön in Anspruch zu nehmen. Gerade wenn man sehr hochauflösende Videos dreht. Aber hier beim Gaming bleibt es sehr angenehm, die Temperatur. Ich schneide das immer ein bisschen zusammen. Das ist ja eigentlich, der Test ist ja eigentlich ein bisschen länger. Und dann merke ich dann auch, ob das Gerät wirklich heiß wird oder nicht. Und das ist im Moment einfach mal nicht der Fall. Schön. Multitasking. Zack. In den Task Manager. Und wir wechseln jetzt mal, was ist ich, hier in Play Store. Okay.
Wieder weg. Na komm schon. Gedrückt halten. Wir drücken Spiel. Und wir sind sofort drin. Läuft wunderbar. Geschwindigkeit ist also auch top. Schön. Ich würde gerne noch was umnieten. Ich bin gerade so ein bisschen aggressiv, aber hier ist keiner. So, zurück auf den Desktop. Ganz kurze Verzögerung, aber es ging absolut in Ordnung. Und was macht man jetzt für einen? Ach ja klar, der WLAN-Test, über den wir gesprochen hatten. Ich habe mal zurückgeswitcht ins 5 GHz Netzwerk. Oh. Ja, das erklärt einiges. 3,3, das ist ja fast gar nichts. Der Router steht wie immer weiter weg, das sind drei Wände an Dämpfung dazwischen. Okay, ich vergleiche mal mit meinem Meso 16S. Ich bin im gleichen Netzwerk eingeloggt, auch über 5 GHz. Und das Ergebnis ist zwar jetzt nicht gerade überragend, aber bedeutend besser. Ich meine immerhin so das Zehnfache. Jetzt bin ich im 2,4 GHz Netzwerk eingeloggt und die Reichweite ist genau die gleiche. Also beim Gaming war ich jetzt im Repeater und jetzt bin ich aber wieder im Router, steht immer noch weiter weg, einiges an Reichweite und Dämpfung dazwischen. Und 2,4 GHz Netzwerk ist hier besser. Wie wir sehen, erreichen wir hier fast 20 Megabit, im Übrigen von möglichen 50, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber 50 ist der Maximalwert, den ich mit meiner Leitung erreichen kann. Wir kommen hier nach 18,6 an, ist aber auch kein berauschender Wert, das ist auch eher ein mittelmäßiger Wert, ein 2,4 GHz Netzwerk. Keine Ahnung, warum das echt hier nicht so prächtig ist, aber ist in dem Fall ein bisschen enttäuschend, muss ich zugeben. Fingerabdruckscanner, der ist ja praktischerweise unter Display, also brauche ich keinen Spiegel dafür. Passt auf, wird hier kurz markiert. Passt auf, da ist er wieder, dass er wisst, wo der sich befindet, genau. Den sieht man ja sonst nicht. Na, was war denn das gerade? Oh, passt auf und bäm. Geht recht schnell. Zuverlässigkeit macht soweit auch einen ganz guten Eindruck. Einmal hat er es nicht erkannt. Aber ansonsten, man kann es auch schneller machen, indem man einfach Power On drückt. Geht auch. Zack. Drauf. Und hoppla. Das wäre mir fast aus der Hand gefallen. Nein. Fingerabdruckscanner auf jeden Fall hier. Der unter dem Display die 7. Generation, wie wir festgestellt hatten, funktioniert auch ganz fantastisch. Bin ich auch zufrieden. Schön. Dann reicht es erstmal. Also hier das Review-Fazit für das Note 10. Also die Kamera hält aus meiner Sicht definitiv, was sie verspricht. Ist eine Top-Kamera. Gerade eben in dem Preisbereich ist es hier einfach mal möglich, eine sehr gute Kamera zu bekommen, ohne dass man in Richtung 800, 900 oder 1000 Euro ausgeben muss. Zumal ja auch hier gleich ein vernünftiger Speicherausbau mit ausgeliefert wird. Dass man hier nicht 800 Euro ausgibt, dann bekommt man 64 GB nicht erweiterbar oder solche Spielereien. Das ist ja ein vernünftiges Gesamtpaket. Und auch die Kritik aus der Community, dass halt hier der 730er Snapdragon verbaut wurde, ist aus meiner Sicht schon ein Jammern auf einem hohen Niveau, weil der 730er, der ist nie schlecht. Es ist halt nur kein High-End-SoC. Und da merkt man auch, dass die Community es einfach gewohnt ist, von Xiaomi immer das Beste zu bekommen. Immer den neuesten SoC, immer einen üppigen Speicherausbau, ein tolles Display, eine super Kamera. Hier ist das eben eher die Mittelklasse. High-End ist ja dann nun wirklich das Xiaomi Mi 10. Wer also sagt, okay, vergesst es, ich will keinen 730er, ich will unbedingt den 865er, der wirklich sehr viel Leistung und Performance mitbringt. Der muss eben das Mi 10 bestellen. Gibt es noch nicht als Global, gibt es im Moment nur als International. Kann man, glaube ich, auch noch gar nicht bestellen. Ist ja erst vorgestellt worden, aber das wird jetzt alles ganz kurzfristig verfügbar sein. Aber ich sehe gerade, das ist ein bisschen runtergerutscht. Das sind immer diese glatten Rückseiten. Da brauche ich andere Katzen, welche mit noch höheren Reibungswiderstand. Aber die Performance ist so für das System zum Beispiel, da merkt man keinen Unterschied. Da merkt man keinen, natürlich läuft Android hier absolut flüssig. Natürlich startet WhatsApp instant. Und natürlich könnt ihr mit 20.000 Tabs parallel im Internet surfen oder eure Musikplayer instant öffnen. Die ganzen Standardaufgaben erledigt das Smartphone hier genauso schnell wie ein anderes Smartphone mit 855 oder 855 Plus Snapdragon. Da merkt man den Unterschied erst wirklich bei Anwendungen, die unglaublich viel Leistung beanspruchen. Also die Kamera, die benötigt unter Umständen schon ganz schön Leistung. Gaming, tja, also bei PUBG zumindest auf der höchsten Einstellung ist das Teil nicht mehr wirklich heiß geworden und es lief alles absolut flüssig. Da muss also noch deutlich mehr her, bevor der hier an seine Grenzen stößt. Der SoC habt ja auch gesehen, dass die Grafikwerte hier im Benchmark, also im 3D-Mark zum Beispiel, die Werte waren immer noch sehr hoch gewesen, immer noch sehr zufriedenstellend. Und das Note 10 ist ja wirklich recht günstig schon zu haben. Verlinke ich euch, wie gesagt, und in der Videobeschreibung. TrainChinChin hat das für einen Spitzenpreis auch direkt aus dem EU-Lager. Die haben auch gleichzeitig einen Top-Service. Die unterbieten sogar auch den Amazon-Preis. Und das soll es gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Lasst mir ein Like da. Die Katzen würden sich sehr darüber freuen. Auch hier der Neuzugang, die gelbe Katze. Könnt meinen Kanal abonnieren für noch mehr China-Technik. Könnt auf moschus.de könnt ihr mich besuchen. Da wird es nämlich auch von dem Video hier noch ein verschriftlichtes Review geben. Das macht dann der gute Daniel. Ich habe außerdem noch zwei Gewinnspiele am Laufen.
Obwohl zu dem Zeitpunkt zur Veröffentlichung des Videos ist es, glaube ich, nur noch ein Gewinnspiel. Da verlose ich ein echt gutes Telefon. Findet ihr auch eine direkte Verlinkung unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt im Forum miteinander diskutieren über China-Technik, über Visitenkarten oder die verschiedenen Zubereitungsarten von Dönern. Oh, Döner ist super. Ich muss mir mal wieder einen geben. Mal schauen, wann. Oh, war es schon so spät? Gut, dann bis zum nächsten Video. Ciao.